Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Tech Hunter. Und wieder mit dabei der Martin. Moin. Der Conny. Hallo. Der Michi. Hallo. Der Casey. Hallo. Und der Mono. Danke. Hallo. So, wie angekündigt, Kano-Insel. Martin, du weißt, wo die ist? Also, ich weiß, wo die ist, aber ich weiß nicht, welches Target wir nehmen müssen. 8075. Ist doch die Insel rechts unten, oder? Rechts oben. Rechts oben ist dann 2971. Echt rechts oben? Bin ich so durcheinander? Ich dachte rechts oben die größere von den beiden, oder was? Was, wo bist du denn jetzt hin? Vor unserer Base ist ein Turret, oder? Das bin ich. Was ist das da hinter dir? Okay. Ein Mortar, ein Schrottmortar. Toter oder was? Nee, lebendiger. Der hat er weg. Ein toter Frank. Zieht er hinterher, Trackbody. Nee, ich guck da gerade so hin, völlig, völlig ungläubig. Und so, was ist das denn für ein großes Ding da hinter uns? Ich kann doch nicht mit einem Blaze hier rumschwimmen. Jetzt habe ich mir irgendeinen Crab-Moser schnell getamed, mit dem ich mich besser bewege. Wir haben aber auch, glaube ich, auch guten Moser-Sattel, ne? Als gut sind. Ja, haben wir einen roten. Und sich bei einem 40er Moser. Kannst du ja noch einen besseren Moser-Tamen gehen. Ja, aber mit dem Blaze kann ich nicht. Was, auf was warten wir jetzt, Martin? Rechts oben müssen wir hin, also. Also 29. 71. Herr Conny? 29, 71, hört sich gut an. Ich wollte nur gerade mal wieder einen Redwood, warum? Oh, ich hab meine Flossen sogar noch dabei, egal. Kommentier, zack. Stargate geht an. Ich renne hier gerade Richtung Schneegebiet nach Rexetail. Oh, guck mal, was ist denn da? Da ist noch Spieler, Gegner. Also 100 Meter ist wieder fertig getamed. Kann ich durchspringen? Ich hab eh nichts zu kämpfen dabei. Wo ist der? Wenn du Richtung Schneegebiet läufst, neben diesem großen Felsen, der auf der Grünfläche ist. Okay, hat noch keinen Sattel sozusagen? Genau, hat noch keinen Sattel. Ist einfach nur getappt, ich auf Seite gelegt, Bären reingelegt. Gut. Komm her, komm her. Ah. Denk dran, dass du noch Stamina hast und hier. Ja, auf halber Strecke leer. Boah, die hätten wir jetzt schön runterballern können, aber ich habe auch mein ganzes Zeug zu Hause gelassen. So, Attacke! So, in der Höhle war ich auch noch nicht. Bei der Itchy, der. Hat da einer gebaut auf der Kanu-Insel? Das glaube ich nicht. Nee. Meinst du? Nee, nee. So, jetzt gucke ich mal. Na doch, es ist heller durch den Startbefehl, das stimmt schon. Finde ich auch. Ich sehe ganz gut eigentlich. Brauche ich ja nicht mal mehr Gamma anmachen, ey. Ey, wie schnell du einfach schwimmst im Vergleich zu mir. Unnormal. Ja, Oxygen gelevelt. So. Sagst du da mal einen richtigen Moser, oder was? Ja, ja. Na, fehlen mit dem roten Sattel, das kommt, glaube ich, ganz gut. Und dann können wir gleich Quallen suchen. Ja. Oh, hi. Hi, hi. Kennt ihr das im Urlaub, wenn ihr baden geht im Meer und dann immer so die Psyche sagt, so, oh, wenn jetzt ein Hai kommen würde? Das hab ich immer. Ich mag nicht in Gewässern schwimmen, wo ich meine Füße nicht sehen kann. Das ist voll, bei voll vielen so, das ist echt crazy. Aber ich schwimme trotzdem immer weiter raus, weil ich denke mir so, die Chance ist sehr gering, dass jetzt hier ein Hai kommt, aber. Ich hab nicht vor vielem Angst, aber ich hab Angst vor allem, was ich nicht sehen kann. Oh, das ist ja auch krass, überleg mal, du schwimmst da raus und auf einmal siehst du nur die Flosse vor dir auftaucht. Das ist schon, aber wie war das? Du musst nur auf die Nase boxen. Ich meine, so schnell reagierst du nicht und du bist eh schockgestarrt. Schockgestarrt? vor Edentis, ne, jetzt ist weg. Oh, hier. Einen gelben sollten wir vielleicht mitnehmen, Martin. Wo bist du eigentlich hin? Na, da in die Höhle. Sag mal, hier ist noch ein gelber Truck. Ja, weiß ich nicht. Ist noch ein irgendwo. Ja. Ich sammle hier die ganzen Dings auf. Aber warum sind die Server nicht so krasser Bug mit dem Follow ziehen? Das verstehe ich nicht so ganz. Keine Ahnung, wo bist du denn jetzt hin? In die Höhle rein? Kommt man da rein mit Tier? Ja. Naja, komm, aber ich gehe mal auf Nummer sicher. Wir machen mal hier Use Item. Stimmt, ey, das wird echt nicht mehr heller dann. Müssen wir da tauchen? Ja, ganz kurzes Stück. Was war das denn jetzt? Psst, psst, psst.
Bug Repellent. Ah, ich hab gar nicht genommen. Jetzt. Wenn du auf einem Saber sitzt, musst du dem Saber übrigens auch das Bug Repellent geben. Wo müssen wir denn hier hin? Da? Ja. War verwirrt. Das greift dir trotzdem alles an. Ja, der hat den Saber. Also lass uns die Tiere hier nochmal eben töten. Das hört sich ganz gut, ich habe Explorer Note. Fünf Stunden später. Aber stimmt, durch den Start-Command sieht man keinen Unterschied, was das Steak angeht. Aber ich glaube, das ist heller, das Steak, wenn man das normalerweise nimmt, oder? Ja, da wird es viel heller. Das ist ja richtig so blendend. Naja, muss ich wieder Gamma anmachen. Eigentlich müssen wir hier nur runterspringen. Kommen wir mit dem Saber runter oder mit dem Fallschirm? Ja, kommen wir dann auch wieder hoch? Na, ja, lassen wir mit dem Fallschirm runter. Das Ding ist, wir können auch mit der Crappling hoch runter. Ich lock die nochmal eben an, die lassen nochmal eben töten. Oh, ich bin der Erste, der hier im Schneebaby rumläuft nach dem Restart. Fallen die Mammuts von hinten. Na, guck mal nach Level. Sind auch gut als Tragetier. Ja, aber Tragetier. Eigentlich haben wir genug, ja. Mammut 10? 10 kleine Mammuts, ich hasse Mammuts. Aber diese Schlägen, ey, die sollen aufhören mit den Prontos zu fahren. Macht ein Pronto eigentlich deutlich mehr als Trike und Co. Nein, aber. Probier's mal aus. Weil er mehr Radius hat, ich weiß, aber. Was nervt halt. Also ungefähr das 100-fache von einem Stego. Ich glaube, es gibt sogar Mods, die ausschalten, dass Brontos was farmen können. Ist da ziemlich weit unten. Ups. Aber lass es stehen, oder? Wenn jemand in die Höhle kommt, sind unsere Tiere eh tot. Na, von daher. Ich bräuchte mir nur mit Grappling runter. Du wolltest mir noch Fallschirme geben. Achso, ja, ich habe 6, reicht das? Ja, gib mir 2 ab. Dann habe ich 3. Hier hast du 3. So. Aber eigentlich braucht man doch nur mit Grappling Hook, man kriegt doch da keinen Fallschaden. Obwohl, ist auch egal. Boah, leck. Was habe ich, die Nummer? 9. Ist die Frage, ob wir jetzt mit hier noch über runterspringen oder so, und ob wir genug Waffen dabei haben, um das zu überleben. Wir können auch durchrennen, oder nicht? Da unten sind wahrscheinlich viele Tiere. Grappling Hooken, komm, Attacke. Okay. Da ist ein blauer Airdrop, da gehe ich zuerst hin. Natürlich haben wir uns... Wo ist denn das Artefakt eigentlich? Ja, siehst du schon. Ah, da hinten, ja. Finn, hol du es dir zuerst? Ich hol mir hier den blauen Drop. Ah, du bist schon da. Ich hol mir zuerst das Artefakt. Stimmt, die Viecher greifen echt nicht an. Dich zumindest nicht. Wieso ist denn jetzt durch dieses Schnitzel? Nee. Warum ist mein Fallschirm denn... Leute, die greifen doch an, die Drecksviecher. Den haben wir auch. Ich bin ja. Aber dich haben die gerade nicht angegriffen. Du läufst in die falsche Richtung. Ja, ich wollte nur gucken, ob hier irgendwo ein Drop ist. Oh, dann leck! Fallschirm. Ja, so schnell habe ich nicht Tschüss! Lol. Ronny, hast du gerade was zu tun? Ich häng halt mega fest. Hast du ihn gefunden? Kann ich nicht. Ja. Weiß doch jetzt, warte, ich bin los. Warum? Einmal CP-Farm. Ich geh gleich Poli holen am besten, glaube ich. Brauchen nämlich. Das ist für ein Quark gewesen, ey. Die mir ein Kack-Lags. Ist hier irgendwo noch Explorer-Notes eigentlich? Ja. Keine Ahnung, ich habe bisher keine gesehen. Ich habe, glaube ich, in einer halben Stunde jetzt 10 Explorer-Notes. Hier ist sie. 10 Explorer Notes gefunden, hier ist das Artefakt. So. Affen. So, und jetzt? Müssen wir wieder hoch. Können wir uns ja hochziehen. Oder müssen wir laufen? Können uns hochziehen oder laufen. Gibt's hier auch noch irgendwo Drops, weißt du das? Weißt du, ich laufe einmal im Kreis.
Ist da unten noch Drops? Ne. Ich habe erst einen Drop. In der Höhle gibt es da meistens mehr Drops, oder? Aber eine grüne Pike haben wir halt schon. Welcher Höhle? Na, Kano. Kano eine. Einer. Gibt's da drin. Ja, oh nein! Die haben wir schon. Boah! Kurz vorm Boden. Lass mal gucken jetzt hier, ob ich hier am schnellsten hochkomme. So, und dann dagegen. Dann dürfte ich da oben sein. Da oben sind die Saber, okay. Bisschen Grappling hooken. Oh, diese Legs! Hasse es. Freunde, Gemi haben jetzt auch noch, glaube ich, im Chat zugegeben, dass die Bronto farm. So, dann machen wir hier mal noch eine Suppe. Wenn wir Glück haben, ist der grüne Dings nach draußen. Ach, der gelbe, meine ich. Tauchen. Können wir den gelben Loot noch holen? Ich komme hier nicht raus. Rechts. Jetzt. Och. Ich war schon draußen, war dann doch nicht draußen. So. Dann können wir gleich den Affen machen, würde ich sagen, oder? Ja, Tim sagt noch 104er Rex. Bin mal gespannt, ob der Plan aufgeht. Toll, ein Kompass, das ist so wieder ein... Das ist genau, Chris, ich guck schon rein und dann guckt er selber noch rein. Ja, weil ich auch wissen wollte, was drin ist. Ey, du hast mein... Ja, weil die da oben standen. Wollen wir noch schnell nach Viechern gucken? Aber wir haben eh nichts zu betäuben mit, wa? Nee. Na, toll. Ich hab hier im Moser 5000 von dem Gift, wenn er das braucht. Was haben wir? Was? Von dem Gift da hab ich 5000 im Moser. Ja, nee, wir brauchen ja... Wird der Moser auch Polyfarm? Irgendwo? Oh, weiß ich noch nicht, keine Ahnung, hab ich noch nie probiert. Wenn man einfach so geht, einfach knüppeln, ne? Oder kannst du an der Insel da anhalten und kurz was knüppeln, wenn du da hier unterwegs bist? Ich glaub nicht, dass ich da hin kann. Knüppel dir ein! Da steht ja auch noch irgendwo. Was hast du? Du müsst ja auch noch irgendwo in der Explorer-Not sein. Ich glaub ein bisschen weiter. Da ein paar Kanus hinter mir. Ich glaube, ich gehe echt gleich nochmal in die. Oh, Rex, Gegner. Gegner Rex kommt auf mich zu. Ich hab keinen Spyglass dabei. Immer so aggressiv. Was? Warum seid ihr denn immer so aggressiv? Oh. So. Jetzt hab ich den. Ja, ich bin immer aggressiv. Tut mir leid. Sag mal hallo, YouTube. Hast du gehört? Das ist die nicht Golan, ne? Welcher Tribe ist das überhaupt? Ja. Oh, war cool. Alle im Chat viel zu laut. Das ist so. Jetzt hab ich mich gemutet, so. Sag mal hallo, YouTube. Wollt ihr gerade Artefakt machen, oder wie? Sag mal hallo, YouTube. Hallo, YouTube. Kannst du auch sagen. Ja. Ja, nee, wir haben gerade genau Artefakt geholt. Naja. Macht ihr heute auch noch einen Boss, oder was? Haben wir eigentlich vorgehabt, ja. Okay. Aber ohne Dinos. Das wird lustig. Jo, wir auch. Juti, dann ja. Also, viel Spaß noch, ne? Jo, dir auch. Ciao. Ciao. So, Martin, du bist bestimmt schon weg, wa? Ich bin am Schwimmen, ja. Das war der gute Rescord. So. Ja, mit dem kann man wenigstens mal quatschen, der hört auf einen rumzubeißen. Ach, der hat mit seinem Rex eh keine Chance gegen Saber. Na, aber er hat's versucht. Wo war denn jetzt das Dings, das Stargate? Keine Ahnung, ich lauf nach Hause. Denn ernst? Ja, eben nach Tieren gucken. Stargate war da drüben. Ja, ich nehm Stargate.
Stargate. Oder nämlich auch das Stargate. Wir müssen ja eigentlich nur dem Fluss folgen hier. Ja, das ist auf der rechten Seite, ja. Auf der rechten Seite und dann ein Stückchen Land rein. Ja, an dem Fluss müssen wir eigentlich nur folgen, dann sind wir ja fast zu Hause. Ah. Folgt mich da was? Kletterkatzen, ne? Eine Itchy-Armee verfolgt mich. Was rennst du denn weg? Bleib stehen! So. Wurde nichts. Dass ich mir nie merken kann, welches Stargate nach Hause führt. Na, 54. 54. 54. Hast du es angewählt? Na, bei. Bei dem, wo wir rauskamen? Ja. Okay, was ist denn das hier? Warum steht denn hier eine Murmel? Ist das normal, dass hier eine Murmel steht? Hier ist eine Murmel von Rudelbildung. Ist auf Passiv. Muss ich jetzt töten? Viel Spaß. Blutet schon, die wurde die ganze Zeit schon von Dilo angesnackt. Wozu die? Aber rollt die sich nicht nach. Die rollt sich da rein, wa? Irgendwann ja. Sag mal, wenn du das. Aber kriegt dann immer noch Schaden, die haben das geändert, oder? Ja, aber weniger, glaube ich, oder? Mhm. Ach, scheiß drauf, schenke ich euch. Dein Moser wird angebissen, oder? Ah, ne, du bist da, okay. Hast du jetzt angewählt, Martin? Ja. Schaff ich das noch? Ah, der Rex hat sich erledigt. Haben mit dem Raketenwerfer auf den Rex geschossen. Oh, Spieler mit dem Spino. Ich überhaupt nicht. Oh, shit. Also sagen wir mal, der Morse auf den Desio. Oder Morse auf Follow macht. Dann Desio Follow Morse. Dass die sich nicht trennen. Kommt der jetzt hergeschwommen? So, was fehlt denn jetzt noch? Sag mal so. Nee. Moment. Angst, ich werde dir nichts tun. Du kannst ruhig das Target durchgehen. Zement. Du bist aber nett. Ich hol grad. Ah, hi Chris. Moin. Ja. Also auf der Mikroraptor will dich absatteln. Oh nö. Muss auf Neutralpfeife, dann passiert das nix. Die sind alle so nett heute. Ui. Viel Spaß noch. Jo, wenn du das Video siehst, dann danke. So. Map. Wieder zu Hause. Hast du gleich mal ein paar Leute auf der Map getroffen. Gibt auch nette Leute auf dem Server. Nur weil die alle angreifen, heißt es nicht, dass sie nicht nett sind. Naja, gibt aber auch. Was haben wir hier? Einen Affen? Was sucht denn der Affe hier? Habe ich Bären irgendwie? Was ist der sieht voll geil aus. Nicht der töten Kleine? Bitte, der sieht cool aus, den nehmen wir mit. Ach, Martin hat einen Erschreck, oder? Ja. Achso, wusste nicht, dass das der ist. Der sieht cool aus, der ist voll rot. Ja, der ist von Dilos abgehauen. Jetzt boxt dann auch noch kaputt. Den mache ich mir jetzt noch schnell. So, jetzt kann jemand wieder diese Shocking Darts Marathon erweisen. Wie lange dauert das, bis der sich wieder beruhigt? Achso, und da warst du gar nicht mit Schießen, oder? Ja, aber wir hatten kaum noch welche. Irgendjemand wollte doch Shocking Darts, oder? Nee, also oben im Kühlschrank liegen welche. Ja, aber es waren nicht mehr viele. Ja, ich habe jetzt mal 4000 von dem Zeug reingelegt. Was fehlt denn dafür? Was ich guck mal, ich könnte die machen. Ach ja, Darts und. Wo hast du das reingelegt? Da. Oben im Kühlschrank. Dich gefunden. Okay. Kleiner Drecksack. Da muss hinkören. Na, da tut's halt weh. Ey, wann beruhigt er sich denn mal wieder, das Kackvieh? Das dauert eine ganze Weile. Denk ich auch immer da rein, da halt das halt länger. Der hat mich gesehen, hat dauert ein bisschen. Aber Metall brauchen wir auch bald wieder, ne? Jo. Deswegen müssen wir auch gleich mal los. Schnell erschreckt er sich denn bitte, selbst wenn man in der Hocke ist. Und ganz wichtig, Holz auffüllen. Chris, was könntest du eigentlich gleich nochmal machen? Ach, oder? Ich muss wieder Drecksarbeit machen. Kann ich auch machen. Du kannst auch voll Cementing Paste holen gehen. Das ist mir vollkommen Wurst. Chris, sing mal das Lied. Ich bin ein B-I-M-B-O. Mann, dieser Kackaffe beruhigt sich nicht. Aber der ist nur auch Level jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Kackaffe, kein Bock auf den Kackaffen.
So. Eine Art Fahrzeug. Ich, nochmal die ich bin ein B-I-M-B-O. Oder ich komme mit und töte mal die ersten Insekten. Dann habe ich genug zum Hinting-Paste. Zack. Bimbo war sein Name. So, Judy, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.